Erstes Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Der angeklagte Soldat wurde zur Psychiatrie verurteilt und nach einer nachgewiesenen Heilung muss er für 10 Jahre ins Gefängnis. Vorgeworfen wurde dem Soldaten, dass er 4 Kinder missbraucht hatte. Der Soldat hatte die Taten eingeräumt und diese bedauert. Im Hinblick auf die besondere Verurteilung zuerst zur Psychiatrie bis zur Heilung steht damit also nicht fest, ähnlich wie bei einer besonderen Schwere der Schuld und ähnlich wie bei Schuldunfähigkeit, ob und in welchem Umfang der Verurteilte das Gefängnis je betreten wird. Denn wenn eine Heilung psychiatrisch nicht festgestellt werden kann, wird der zweite Teil der Strafe, die Haftstrafe, gar nicht vollstreckt werden. Natürlich ist klar, dass das Landgericht Kleve hier ein Exempel statuiert hat. Immerhin ist es ja die erste Entscheidung, was den Tatkomplex Bergisch Gladbach angeht. Und trotzdem sicherlich eine faire und gute Entscheidung. Der ein oder andere von euch wird sicherlich sagen, da hätte noch mehr dabei herauskommen können. Ich bin froh, dass jedenfalls die Aufarbeitung in diesen Verfahren nicht so lange benötigt, wobei die politische Aufarbeitung und die institutionelle Aufarbeitung im Hinblick darauf, wer alles etwas gewusst hat und weggeschaut hat, sicherlich uns noch für viele Jahre verfolgen wird. Für ActiV News, euer Michael Langhans.